Hey Leute, wir sind komplett nass. Die Boards sind komplett nass. Alles ist komplett nass. War was nochmal? Sorry. Ist komplett nass. So, wir sind in dem Bistro und wir laden gerade hoch. Und wir müssen jetzt eigentlich gleich los, weil es soll, obwohl schöner Himmel ist, soll es gleich anfangen zu regnen. Deswegen müssen wir eigentlich schnell jetzt weiter, aber lieber nicht. Wir fahren jetzt weiter nach Lübeck. Das sind ungefähr noch 50 Kilometer. Und hier neben uns ist ein See und der sieht schön aus. Der See, da, hey. Dina, sag schon mal, soll ein bisschen bremsen, denn da wird es irgendwie später gefährlich. Gucken wir mal. I bored with your games, I suggest you get a clue. Yes, like they never knew, but the spit is so precise. Bet that I'm all up in their head like lice. I'll never take it back, I ain't taking your advice. And they know what I mean, motherfucker, cause I'm nice enough. Yeah, well I got what you needed, it might sound conceited, but I would not concede. I ain't fucking with rucks and I'm way out of your league. I ain't messing with your scrubs, yeah, that's word that I can read enough. So close, motherfucker, I can taste it. So good, you could say I'm on that mate shit. It came from the heart, so that's why I had to pace it. I used to have your name scattered on the lips of the young. Now you claim that it's you on the tips of their tongue. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill, well, I bet it stings to give up everything and realize that they don't want you. Play something like a mascot, and I'm focused. Treat me like an ascot, coming for your neck. Yeah, I'm coming for respect. I ain't fucking with your crew. You got jokers like a deck. What the fuck do you expect for me to just resign while you decline? Going circles like a rewind. I sat back, motherfucker. Call that recline. Pay the cost to be the boss. No such thing as free time. Yeah, if you think I take a seat, but instead I'll make a beat. That's the way I'm making heat. And I hit the ground running. You would probably break it. Ich wollte nur mal eben zeigen, dass gestern mein Schuh kaputt gegangen ist, und wir haben ja schon mit Panzertape geflickt, ja. Richtig geil hier. Aber leider ist der Schuh jetzt wieder so offen, dass ich nicht mehr weiterfahren kann. Ich bin jetzt schon einige Zeit damit gefahren, obwohl er kaputt ist. Aber jetzt flicke ich ihn nochmal. Wie sieht es hinten aus? Schön oder schöner? Nicht so, dass er eigentlich ist. Ja, so. Wo geht's auf dieser Welt? Oder? Ich pack noch ein bisschen Polsterung drunter, Leute. Das muss auch alles schön gepolstert sein hier. So, damit das auch gut hält. Ja, also das ist bringen, weil das fängt ja an zu brennen, wenn du bremst. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Polsterung hier. Ja, jetzt ist mein Schuh wieder repariert. Sieht auch wieder richtig geil aus. Jo, sieht aus wie neu. Danke. Ich glaube, ich entwerfe meine eigene Schuhmarke. Sieht dann so aus. Kauft jeder. Unbesohlt. So, wir machen gerade eine Pause, aber dein Dad hat gesagt, er kommt uns jetzt besuchen und bringt uns was zu trinken. Sein Dad möchte nicht im Video sein, aber er ist hier gerade mit einem Auto hergekommen und bringt uns allen eine Cola. Ultra geil. Boah, Hammer. Ja. Und danke sehr. Die Verpflegung. Danke. Oh, geil. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Oh, wir sind versorgt. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Jawohl. Es wird schon langsam dunkel, wir ziehen uns gleich unsere Lampen an. Wir sind auch auf dem Weg nach Lübeck, wir sind auch schon weit gekommen. Wir fahren rechts! Wir fahren rechts! Super! Hey Simon! Hey! Der kannte uns. Wow. Ich bin nur ein langweiliger Fan. Quatsch. Der will nicht weiter in der Lage sein. Er genießt den Moment. Quatsch. Oh Gott, ich will. Ich bin so fertig. Ich muss mal aufpassen, dass ich dich nicht blende jetzt. Weil wenn ich dich angucke, blende ich dich. Danke, Professor.
skate schon seit 10 Jahren oder so. Longboard habe ich das seit 5 oder was weiß ich, 6 Jahren. Also schon richtig lange. Wie kommt der Wechsel? Ich hatte mich mal richtig verletzt beim Skaten an der Halfpipe. Und dann habe ich mir gedacht, so Tricks und sowas mache ich nicht mehr. Suche mir was Chilligeres. Und dann habe ich Longboard gefunden und da habe ich dann angefangen. Da hat es in Deutschland auch irgendwie kaum jemand gemacht. Ja, ich finde das auch krass. Also ich habe meins jetzt seit 2 Jahren. Mhm. Ich finde das krass, wie das nicht. Also jeder zweite hat diesen Longboard. Ja, ist richtig krass, weil ich weiß noch, als ich mir ein Longboard geholt habe, haben alle Skater gesagt, oh, Longboard, schwul, schwul. Ja. Das kannst du, sowas macht man nicht. Longboard, das ist einfach nur Kacke und so. Und ich habe gedacht, ja, ist mir scheißegal. Ich finde es aber gemütlich und da kann man viel, viel geiler mitfahren und so. Ja. Das war noch zu, da gab es noch keine Hipster zu der Zeit, als ich Longboard angefangen habe. Trendsetter, Simon. Ja, ja. Aber dann hat irgendwann jeder Longboard angefangen. Ja. Die ist auch an, oder? Bitte? Die gesagt haben, die Longboard. Ja, ja, die haben auch irgendwann. Longboard. Irgendwann haben die auch Longboard ausprobiert und haben gesagt, ja, ich habe noch nie gesagt, das scheiße ist. Ja, ja. typisch. Aber egal. Oh. Oh, nach Seere, jetzt geht's in 1 Kilometer. Da müssen wir nicht hin. So, wir sind jetzt auf den letzten Kilometer nach Lübeck, haben es fast geschafft, aber jetzt wollen wir noch mal von ein paar Leuten erkannt. Den erklärt gerade noch ein paar Sachen hier. Da sind die Pandas. Die wichtige Gespräche am Führen hier. Das ist unsere Crew, die heute mitgekommen ist. Ja, das ist ein B-Boy, bei euch. Und wir fahren jetzt zu Dena nach Hause, wo er vorher gewohnt hat, und mal gucken, was noch abgeht. So, es fängt jetzt gerade an zu regnen. Das ist unser allererster Regen auf der ganzen Tour. Und es blitzt sogar. Gerade auch total leicht. Aber ich muss mir gleich meine Regenjacke anziehen, sonst wird es ein bisschen nass. Es war alles gewittert. Ja, es gewittert sogar. Oh mein Gott! Hi Leute, wir sind komplett nass. Die Boards sind komplett nass. Alles ist komplett nass. Was noch was? Sorry. Ist komplett nass. Alles nass. Hey, was? Hat er aufgelegt? Ich hab's nicht verstanden. Er hat irgendwas. Ich hatte das Gefühl, Felix hat mit irgendjemand anders geredet und auf einmal aus. Es ist so nass. Schau hier. So nass. Okay, ich muss jetzt weg, sonst ist die Kamera nass. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Wir fahren gerade weiter. Wir sind die ganze Zeit nur gelaufen. Es ist trotzdem noch übernass. Die Longboards sind klitschnass. Ich hoffe, dass die nicht kaputt sind. Wir machen die trocken. Ich habe noch eingekauft bei Edeka und es ist auch noch nass geworden. Meine Lampe ist fast aus. Ich habe meine Regenjacke an, hinten am Rucksack. Kann mal kurz jemand meinen Rucksack filmen? Hier. Mein Rucksack ist nämlich auch so wassergeschützt. Sieht ihr das? Ja, ja. Damit er. Ja, sicher. Meiner noch nicht. Und so, damit das MacBook und so nicht nass wird. Und ja, wir werden, wenn wir bei denen da drin sind, werden wir weiter filmen. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was vom Tag. Alter, Leute, das war Katastrophe. Bis später, ciao. Guten Morgen. Ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft, irgendwas zu filmen. Ich habe das Video noch hochgeladen von gestern, bin dann einfach nur ins Bett gestürzt. Hier auf diese schöne Matratze. Hier liegt der Cheng rum und ist auch wieder fleißig. Da vorne ist der Ju. Hast du meine Oreos gegessen? Ja. Ich bin einfach komplett fertig. Wir haben jetzt im Zimmer von Deans Schwester gepennt. Deans Bruder Bennett hat mir ein T-Shirt gegeben, weil meine ganzen Sachen in der Wäsche sind. Vielleicht fahren wir heute weiter. Vielleicht bleiben wir auch einen Tag hier, weil ich bin komplett Game Over und alle anderen auch. Also wir sind alle fertig. Wir werden sehen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn es regnet und wenn ich meine Schuhe flicke. Ciao, Leute. The hollow sound is ringing.